Digital will ich euch heute vorstellen. Diese ist eingebettet zwischen der Niesenkette im Südosten und dem Niederhorn im Nordwesten und windet sich das Tal durch eine atemberaubende Bergkulisse mit einzigartigen Gipfeln, tief verschneiten Wäldern und schroffen Felsen. Die Routenbeschreibung: Ausgangspunkt der Rundwanderung auf dem Springeboden ist der Parkplatz des Gasthauses Xessweit in Horboden. Dort steht dann bereits die erste Entscheidung an, denn die abwechslungsreiche Route bietet euch drei unterschiedliche Varianten, abhängig von Kondition, Lauflust oder der Schwere des Essens, das ihr vorher genossen habt. Variante 1 ist für die Sportlicheren unter euch und führt in einer großen Schlaufe von 7 Kilometern durch eine weiß gepuderte Winterlandschaft. Um den richtigen Weg zu erwischen, solltet ihr den rosa Wegweisern in Richtung Alp-Ottenschwand folgen. Doch Achtung, diese Variante ist die längste und anspruchsvollste. Sie führt euch mit einem Anstieg von über 200 Höhenmetern bis zum höchsten Punkt der Wanderung auf 1499 Metern und bietet dort eine grandiose Aussicht ins hintere Tal sowie ins Simmental. Variante 2 und 3 sind beides Abkürzungen der Ausgangsroute, wobei ihr entweder um 2 Kilometer verkürzen und in knapp 2 Stunden wandern oder in Richtung Ahorni eine 3 Kilometer Wanderung unternehmen könnt. Je nachdem, wie viel Trubel an den Tagen auf euch zukommt, könnt ihr den Rundweg so individuell gestalten und eure Wanderung aussuchen. Übernachtungsmöglichkeiten in dieser tollen Gegend sind einmal die Sennhütte Bergli, das Berghaus Staltenmaat bis zu 35 Personen und unser Gruppenhaus Enzian. Das ist ein bisschen größer und kann bis zu 70 Personen, also tolle große Gruppen, beherbergen. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß auf dieser Wanderung. Schaut es euch mal an, gerade im Winter jetzt als Winterwanderung sehr empfehlenswert. Euer André, bis bald, ciao, ciao.